gemeinsam mit Hava Help, Amnesty International und den Weggefährten, Freunden und Unterstützern von Nahi Tagawi und Mariam Klaren stehen wir heute vom Bundeskanzleramt, um daran zu erinnern, dass die deutsche Staatsbürgerin Nahi Tagawi heute ihren 70. Geburtstag im Foltergefängnis von Evin verbringen muss, weil die Bundesregierung es nicht geschafft hat, ihre eigene Staatsbürgerin rauszuholen. Und wir sind hier, um ein lautes und deutliches Zeichen dafür zu setzen, dass Nahi nur an einen Ort gehört, und zwar in die Freiheit nach Deutschland. Und im Namen unserer Menschenrechtsorganisation kritisieren wir, dass zu wenig getan worden ist für Nahi Tagawi, obwohl ihre Tochter Mariam, an die wir heute alle gemeinsam denken, so laut war und so kooperativ war und so viel dafür getan hat. Wir möchten, dass endlich erkannt wird, dass die Islamische Republik eine Gefahr ist für die eigene Zivilbevölkerung, für die Menschen weltweit und auch für die deutsche Staatsbürgerin Nahi Tagawi, und fordern ihre Freiheit. Es ist eine Schande, dass Nahi Tagawi, eine Kölnerin, ihren 70. Geburtstag im ewigen Knast verbringen muss. Seit fast 4 Jahren ist sie dort als Geisel inhaftiert und seit fast 4 Jahren wird sie von der Bundesregierung ignoriert und nicht befreit. Der Schutzauftrag von Olaf Scholz muss auch für Nahi Tagawi gelten und deswegen stehen wir hier, um ein deutliches Zeichen zu setzen. Ihren nächsten Geburtstag muss Nahi zu Hause in Köln bei ihrer Tochter feiern dürfen.